Willkommen. Das folgende Video gibt Ihnen einen Überblick über Rogers Aussagen zu Bildungsinstitutionen. Im Kern diskutiert Rogers ein neues Ziel für Bildungsinstitutionen und legt einen Plan zur Erreichung dieses Ziels vor. Mit Blick auf Institutionen, die sich dem Erziehungs- und Bildungsgedanken verschrieben sehen, steht bei Rogers ein neues institutionelles Ziel im Mittelpunkt. Dieses Ziel ist die Förderung eines Klimas, das Veränderungen möglich macht. Dazu entwickelt Rogers einen Plan für selbstgesteuerten Wandel oder, treffender, einen praktikablen Plan zur Revolution im Bereich von Bildung und Erziehung. Diese Revolution besteht darin, die Fähigkeit zu kontinuierlichem Wandel in das System einzubringen. Obwohl Rogers ein neues institutionelles Ziel in den Mittelpunkt stellt, kann sein Konzept als atheologisch verstanden werden. Es wird kein Endziel der Veränderung formuliert. Die Wertbindung wird als Offenheit gegenüber Veränderungen verstanden. Rogers geht es also primär um den Prozess der Öffnung gegenüber Veränderungen. In letzter Konsequenz geht es ihm aber nicht um ein bestimmtes Ziel, das durch Veränderungen zweckmäßig realisiert werden soll. Als Instrument zur Revolutionierung von Bildungs- und Erziehungsinstitutionen skizziert Rogers die Intensivgruppe. Diese soll anfänglich von externen Facilitatorinnen und Facilitatoren angeleitet werden. Diese ziehen sich jedoch nach und nach zurück, um Lehrenden, Lernenden und Administratorinnen und Administratoren die Möglichkeit zu geben, selbst Intensivgruppen zu leiten. Kritische Stimmen würden nach Rogers bezweifeln, dass Lehrende, Lernende oder Administratorinnen und Administratoren ohne facheinschlägige Ausbildung und viel praktische Erfahrung diese therapeutischen Intensivgruppen leiten können. Rogers selbst entgegnet dazu: Es wurde gezeigt, dass zum Beispiel Hausfrauen eine überschaubare Ausbildung gegeben werden kann, die sie in die Lage versetzt, bei gestörten Menschen eine Therapie durchzuführen. Diese Therapie ist in der Qualität von der Arbeit erfahrener Fachleute nicht zu unterscheiden. Elemente der Revolution, die eine Offenheit gegenüber Veränderungen mit sich bringen könnten und die gleichzeitig zum Prozess der Veränderung beitragen können, sind unter anderem die Ablösung von vorgeschriebenen Curricula durch die selbstgesteuerte Gestaltung eigener Curricula durch Lernende, ein neues Rollenverständnis des Leitungspersonals im Sinne eines Verhaltens, das den Lehrenden und den Lernenden im Unterricht die Möglichkeit bietet, sich zu entwickeln und zu entfalten, und ein neues Rollenverständnis der Lehrenden, die den Lernenden empathisch, kongruent und wertschätzend gegenübertreten. Dieser von Rogers entwickelte Plan kann zu einer Revolution von Erziehung und Bildung führen, die nötig ist, damit weniger auf statisches Wissen gebaut wird und mehr Vertrauen in die Lernenden als Prozesse wie auch in den Prozess der Veränderung entsteht. Diese Revolution in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen muss auch mit einer kritischen Perspektive verbunden werden. Rogers merkt an, dass sobald interpersonelle Beziehungen an die Stelle von Regeln und Gesetzen treten, ein gewisses Maß an konstruktiver Unruhe unvermeidbar ist. Der Plan einer Revolution kann also keineswegs alle Probleme lösen, vielmehr ersetzt er die Probleme einer Organisation, die auf statische Stabilität ausgerichtet ist, durch Herausforderungen, die eine prozessorientierte Organisation mit sich bringt. Rogers skizziert ein neues Ziel. Das Ziel ist die Förderung eines neuen Klimas, das Veränderungen gegenüber offen ist. Dieses neue Klima wird von Rogers als revolutionär beschrieben. Das Instrument zur Förderung dieses Klimas ist die Intensivgruppe. Sie soll anfangs von Facilitatorinnen und Facilitatoren und in weiterer Folge nach einer kurzen Ausbildung von schulinternem Personal geleitet werden. Elemente dieser Revolution sind zum Beispiel selbstgesteuerte Curricula und ein neues Rollenverständnis des Leitungspersonals und der Lehrenden. Aus einer kritischen Perspektive heraus wird angemerkt, dass dadurch auf keinen Fall alle Probleme gelöst werden können, sondern Probleme einer statischen Organisation durch Herausforderungen von prozessorientierten Organisationen, wie zum Beispiel konstruktive Unruhe, ersetzt werden. Rogers praktikabler Plan zur Revolution im Bereich von Bildung und Erziehung ist auf Organisationen ausgerichtet. Organisationen sollen sich an ihrer immanenten Prozesshaftigkeit orientieren und diesen Prozessen in ihren Veränderungspotenzialen offen gegenüberstehen.
Die Revolution geschieht aber nicht durch neue Regeln und Gesetze für die Organisation und alle Mitglieder, sondern im Gegenteil durch ein Zurückdrängen von Regeln und Gesetzen und einen klaren Fokus auf interpersonelle Beziehungen und all der konstruktiven Unruhe, die damit verbunden ist.